Ich war sehr dumm. Und damit herzlich willkommen zurück bei Crash Bandicoot 2 auf der PlayStation 1. Cortex Strikes Back und Cold Hard Crash Strikes Out Back. Ich habe einen wichtigen Part vergessen und das habe ich legit nicht bedacht, weil normalerweise man springt ja am Ende von der Death Route nur runter, um den Edelstein zu bekommen. Und danach landet man dann wieder da, wo das Level dann normalerweise nach diesem Indoor-Part auch weitergeht. Was ich nicht bedacht habe, ist in diesem Indoor-Part, nach der Death Route, da ist ja noch was. Also da können ja auch noch Kisten sein. Die ist ja danach noch nicht vorbei. Das heißt, diesen Rückweg, den kann ich mir jetzt zumindest halt komplett sparen. Und da noch Kisten sammeln. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt war ich ein bisschen zu voreilig, was die Dingens angeht. Deswegen mache ich kurz einen kleinen Cut. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. So. Wer sich erinnert, in der letzten Folge hat ja was gerumst. Und das habe ich jetzt wieder aufgeräumt. Hat irgendwas bei der Hitze dann jetzt, glaube ich, nachgegeben oder so. Aber alles gut. Das war jetzt unnötig tatsächlich. Ich würde nämlich ganz gerne den Akku vom Anfang hier durchbehalten, wenn ich ehrlich bin. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Komm, wir starten das Ganze jetzt einfach nochmal neu. Nochmal gemütlich. Nochmal in Ruhe. Ja? Nicht mit irgendwelchen Unterbrechungen oder so. Also hoffe ich. Ist ja nicht, welcher Amazon-Bote jetzt hier noch auftaucht oder was weiß ich. Auch heute übrigens wieder der Disclaimer. Der Ventilator rührt wieder unterm Tisch. Und es könnte sein, dass... Ich habe jetzt in die letzte Aufnahme nicht reingehört, aber es könnte sein, dass ab und zu ein bisschen Luft auch in euren Gehörgang brummt. Und dafür entschuldige ich mich. Allerdings anders ist Aufnehmen im Moment echt nicht möglich. Denn ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber hier ist es artig kacke. Also für manche Leute bestimmt mega geil und ich freue mich für euch, wenn ihr Sonnenanbeter seid, aber... Mir kannst du mit dem, was da momentan abgeht, echt fernbleiben. Bin halt Kellerkind, durch und durch. Ne? Kann ich nichts gegen machen. Lebe prinzipiell nur im Winter, alles dazwischen. Ich mach Sommerschlaf. Deswegen, ich bin jetzt in der Vorproduktion. Juli und August wird komplett durchgeschlafen und dann kommt Starfield raus. So, wir versuchen das jetzt ganz nochmal schön und gemütlich. Das, dann machen wir die Bonus-Route. Nicht an der Wand bleiben. Ah Gott, an der schon. Immer nochmal der Kontrollblick, ob auch wirklich alles in die Luft geflogen ist hier an der Stelle. Ich meine, es ist eigentlich wirklich nur diese eine Kiste am Ende, aber... Zumindest noch mal ein bisschen was mitnehmen. So, zack. 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 Ansonsten ist die Kettenreaktion, glaube ich, immer stark genug. Es ist wirklich nur die hier, die so ein bisschen abseits steht. Aber ich glaube, sobald man die dann einzeln auch noch mal antascht, jawohl. Die ist alles gut. Starten wir vielleicht mit ein bisschen Glück sogar mit zwei Akkus ins Bonuslevel und können dann tatsächlich durchlaufen, sobald ich den dritten habe. So, ich nenne den Checkpoint mal. Und für alle, die das nicht ganz verstanden haben, was ich mir am Anfang zusammengesabbelt habe, ihr werdet es gleich erfahren. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ja, hier bleiben wir jetzt nochmal. Nein, nein, es ist so dumm. Es ist so unfassbar dumm. Ich hatte zwei Akkus, jetzt habe ich nur noch einen, aber mit dem kommt... Also ich komme mit meiner bisherigen Taktik auch ganz gut klar. Warum habe ich denn da gezögert auf einmal? Na gut, es ist wieder zu lange her, ne? Ich habe kurz... tut mir leid, dass ich kurz 2 Minuten Aufnahmepause gemacht habe, um mir was zu trinken zu holen. Es geht schon wieder so los wie beim letzten Mal, ey. Ich kann
könnte weinen, heulen, diverses. Zack und zack und stopp. Kurz mal durchschnaufen. Weiter Akku. Vollgas. Und hier rüber. Warten. Und vor. Und hier drüber. Und hier durch. Das wäre fast so. Und jetzt wieder Vollgas. Zack, zack, bumm. Das war sehr knapp. Das ebenfalls. Und ich verstehe nicht, warum man da so sehr an Speed gewinnt. Egal. So, flop. Jetzt wirklich nur einmal zurück. Den Sprung verkackt. Ich hab den Sprung verkackt. Das ist nicht zu kotzen, ey. Ende vom Lied ist, ich muss halt zurück zu der Death Road. Dann wieder runterfahren und dann halt das Level ganz normal weitermachen und nicht unten in den Schacht wieder. Warum springe ich über dich drüber? Ich muss doch gleich. Ja, der ist eh durch, der Run. So. Nee, komm, der hat jetzt so viele Momente, wo ich hätte versagen können, der ist noch nicht durch. Der eine Akku, den ich jetzt habe, der wird halt für den Move am Ende geopfert. Durch der Run. Warte mal. Wir können ja einfach auf den Checkpoint hier pfeifen und dann wieder zu dem anderen Checkpoint zurück. Das hat ja letztes Mal auch ganz gut geklappt. So. Neuer Versuch. Druckkiste. Warum springe ich da drüber? Was ist. Boah, ich habe mir kurz den Rücken gekratzt. Ich verstehe gerade nicht, warum ich aus Reflex immer über dieses Stachelschwein jetzt rüberspringe, weil ich muss doch da eh nochmal vorbei. Kann ich es auch gleich direkt mitnehmen. Das war sehr, sehr dumm. Aber gut, einen habe ich ja noch. Den kann ich ja gleich wieder gebrauchen. Ja, für Bandicoot Curling. Alles cremig hier. Das war sehr knapp. Ich glaube, die Hitbox war so müde davon entfernt zu aktivieren. Das war's. Warum bist du so zu mir? Ich mag dich doch als Spiel. Mann, ey. Das habe ich sie alle hier schon mal weggemacht. Na, jetzt beide hier. Nein, 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 nui. Oh, echt Urlaub nach diesem Let's Play, ganz ehrlich. Wir haben noch einen kompletten Teil. So, bisher alles richtig gemacht. Nochmal der coole kleine Hindernisparcours hier. Das war viel zu knapp jetzt. Ich
So, jetzt ist es schön mit der Ruhe. Wir haben noch einen Akku, das heißt, die Nitro-Kiste am Ende kann mir nicht gar nichts. Der Baumstamm schon. Nee, bitte. Darf doch nicht sein. Die Nitro-Kiste mich jetzt komplett ins Aus befördert. Nee. Den habe ich nicht gefühlt. Fuck you. Und ich rutsch sogar noch drunter. Das kann ich ihm erklären, ganz ehrlich. Ich muss auch noch mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Bis gleich. Und schon sind wir wieder da. Nee. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich es jetzt schon geschafft? die Pausen werden immer länger. Ich glaube nicht, ne? Ne, hier sind die Kisten noch alles gut. Irgendwann werden wir dieses Level geschafft haben. Wir werden mit einem lachenden Auge zurückblicken. Vielleicht auch mit einem weinenden. Immer noch. Irgendwann. Die Sache ist, danach darf ich ja sterben. Danach darf ich ja dann auch einfach Sachen kaputt machen und überhaupt, und hast du nicht gesehen. Kann mich dann auch wieder mit irgendwelchen anderen Checkpoints beschäftigen. Muss dann nur in Anführungsstrichen alle weiteren Kisten sammeln, die noch auf der Route rumhängen. Aber diese Death Route, die macht mich kirre. Schön, dass das dann, ja. Oh Gott, das war super knapp. Das war super dumm. Egal. So, wir schaffen das trotzdem. Diese letzte Kiste, da war ich wieder zu cocky. Ach Gott, ey, das ist diese. Ruhig bleiben. Ich will versuchen, mit Geschick und Ruhe diese nötige für Jumpmans nicht zu vernachlässigende Kombination. Jetzt, ich kann schon nicht mehr reden. Akku holen. Machen, das dann hier, da rutschen. Erste Kiste, Hindernis, Vollgas. Curling. Bisschen zu knapp gesprungen für meinen Geschmack, aber das geht schon. Hier jetzt wieder Vorsicht walten lassen. Hier. Nicht so schnell. Nicht. Nee, wir machen das. Alles gut. Nein. Uiuiuiuiui. Langsam, habe ich gesagt. Nein. Noch schneller als gedacht. So, vorsichtig. Leckt mich sonst wo, ganz ehrlich. Deswegen habe ich nämlich nicht alle Kisten gehabt. Hier sind ja noch eine ganze Menge. Was aufgebaut ist hier. Checkpoint. Jetzt ist erstmal alles soweit safe. Bis auf die Tatsache, dass ich halt immer noch
Weg abkacken kann hier, aber Death Road muss ich jetzt zumindest nicht mehr machen. Hier nicht auch gleich die. Oh nein, hier ist auch gleich diese Kiste hinter der Nitro-Kiste, oder? Gab's da nicht sowas? Genau die. Rein logisch müsste die normalerweise auch kaputt gehen, wenn man diesen Hebel betätigt, womit alle Nitro-Kisten kaputt gehen. Aber rein praktisch gesehen glaube ich da nicht wirklich dran. Ich glaube, dann ist der aus irgendeiner Rinderdistanz raus und dann geht nicht das, was in der Nähe vom Nitro kaputt ist, sondern der zählt dann einfach nur durch, wie viele noch übrig sind im Level und lässt die halt in Anführungsstrichen explodieren. Nicht drehen. Auch gut zu wissen. Fuck you. Also ich muss da, glaube ich, sehr schnell handeln. Ja, ich glaube, ich muss einfach warten. Verschwendete Leben hier. Kack. Da nur. An der einen Stelle darf ich nur drehen, bei der anderen Stelle nein. Darf ich nicht drehen. Ich da eigentlich immer rein, da sind keine Kisten, das ist nur Wumperzeug. Doch immer nur 6 Stück oder so. Ganz langsam wieder dran vorbei, sehr gut. Ja, und hier bei dem Ding einfach powern. 28 haben wir und jetzt kommen wir wieder runter. Wie viele waren es am Ende? 155 oder so? Ich hoffe jetzt einfach auf die Nitro-Kisten. Das ist sehr gut gelaufen. Das ist wieder eine Mogelpackung, jawohl. Komm! Weil der sich nur umgedreht hat, der kleine Hund. Wieso fehlt mir eine Kiste? Willst mich jetzt verarschen? Wieso fehlt mir eine Kiste? Das muss ja irgendwo weiter vorne passiert sein. Habe ich jetzt ernsthaft ganz vorne irgendwo eine vergessen oder was? Also ich komme da jetzt eh nicht mehr hin, aber jetzt gucke ich dann doch nochmal hier irgendwo. Ist da oben doch nochmal eine irgendwo versteckt? Da habe ich alle. Also so hoch komme ich ja selbst mit Dingens nicht.
ist so zum Kotzen, dieses Level, ganz ehrlich. Mann, ey, eine. Ich habe sogar nochmal nachgelesen, es ist tatsächlich das Level mit den meisten Kisten, also in der kompletten Originaltrilogie. Und das alleine ist schon... Ja, ich weiß, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Ey, was hab ich denn jetzt vergessen? Hab ich irgendwas nicht angetouched gehabt? Hab ich doch irgendwie hinter irgendwas? Ach, keine Ahnung. Ich werde das nächste Mal nochmal versuchen. Wenn es euch gefallen hat, das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns morgen wieder mal zu Cold Hard Crash. Wer hätte es gedacht? Gerne das übliche Zeug da lassen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Haut rein, bis morgen und tschüss.